Miteinander leben, voneinander lernen. Am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, hat die Gemeinschaftsschule Sonnenhügel in Völkling einen Schweigemarsch veranstaltet, um ein Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz zu setzen. Die rund 600 Schülerinnen und Schüler wurden dabei von Vertretern aus der saarländischen Sportszene wie unsere Profis Florian Bichler, Daniel Batz und Jan Warshausen begleitet. Immerhin verbindet Fußball die unterschiedlichsten Kulturen und Menschen aus aller Welt miteinander. Ja, ich finde, es war eine richtig coole Aktion. Man hat die ganzen Kinderaugen gesehen, mit wie viel Spaß sie bei der Sache sind. Und ich denke einfach, wer aus dem Fußball kommt, der weiß, der hat ständig mit Leuten aus fremden Nationen zu tun. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und was ich auch sehr gerne unterstütze. Die Schülerinnen und Schüler hatten 600 Luftballons dabei, an denen Postkarten mit persönlichen Botschaften befestigt waren und die am Ende der Veranstaltung in den Völklinger Himmel aufgestiegen sind, nachdem die Fußballprofis gemeinsam den Countdown heruntergezählt hatten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss!